In den vergangenen Videos haben wir bereits über die Komfortverbesserung bei Tesla gesprochen, Model Y, Model 3. Aber wir gehen jetzt noch einen Schritt weiter. Wie kann man beim Tesla die Wankbewegung, gerade in harten Kurvenfahrten, verbessern? Das geht mit Stabilisatoren von Aibach exklusiv bei Reifenreber. Mein Name ist André von eFuel und ich bin nicht alleine, denn neben mir steht der liebe Georg. Und Georg hat sich freundlicherweise bereit erklärt, dass wir diesen ganzen Prozess der Verbesserung mit Stabis im Prinzip an seinem Highland mitverfolgen. Ich freue mich sehr, Georg. Ich würde sagen, nach dem Intro geht's los. Georg, bevor wir jetzt gleich wirklich zu der Thematik kommen, was wir mit den Stabilisatoren an deinem Model 3 Highland verbessern, erstmal grundsätzlich die Sache, wie findest du überhaupt das Highland? Ist es dein erster Tesla oder wie bist du reingerutscht? Ja. Kannst du dazu ein paar Worte verlieren? Wie finde ich es? Sehr geil. Echt? Macht sehr viel Spaß. Ich habe es erst seit ein paar Wochen, aber macht sehr viel Spaß schon. Ja. Und ist dein erster Tesla, oder? Mein erster Tesla, ja. Krass. Wir hatten vorher schon mal was gemietet und wir hatten ein Wochenende ein Model 3 Performance von 2022 gemietet und das war schon sehr geil, wie flach das auf der Straße lag und wie stabil. Und dann eine Woche später haben wir das Model 3 Highland, eine Testfahrt hier gemacht in der Gegend. Und dann hatten wir so den direkten Vergleich, wo ich dachte, oh cool, der Model 3 Performance lag so wie auf Schienen auf der Straße. Das Model 3 Highland noch ein paar Sachen verbessert, aber irgendwie hat er sich mehr in Kurven geneigt. Okay. Und deswegen stehe ich am Ende hier. Ja, hast du recht. Aber grundsätzlich so erstmal auch mit dem Verbrauch, mit dem Fahrgefühl, das werden wir jetzt noch ein bisschen verbessern, aber auch mit dem Innenraum fühlst du dich sehr wohl, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten vorher einen MG Luxury und der hat auch schon Spaß gemacht. Also halt auch E-Auto, beschleunigt nett und so weiter. Aber im Vergleich mit dem Model 3 Highland, ja gut, da gewinnt der natürlich stark. Ja, auf jeden Fall. Vom Innenraum, die Sitze sind super komfortabel, man sitzt so angenehm tief und sicher, es fährt sich sportlich, die Soundanlage ist super gut und jetzt mit den neuen Modellen, die Sounddämpfung, also die Geräuschdämpfung von gerade auf der Autobahn oder so, merkt man dann schon sehr, wie leise man auf einmal dahin gleitet. Mega. Ja. Also da hat Tesla, das kann ich dir aus erster Hand sagen, noch einiges verbessert im Vergleich zum Pre-Facelift und wirklich ist für mich ist auch wichtig, mal Erfahrung von jemandem einzufangen, der nicht immer 100% der Bubble war, sondern der vielleicht auch frisch reingekommen ist und einfach mal seine ehrliche Meinung dazu sagt. Und wenn du mich fragst, Tesla geht einen sehr guten Weg, auch mit der Entwicklung, Verbesserung und so weiter. Also da erwartet uns auf jeden Fall noch spannende Themen. Jetzt gerade Mitte des Jahres geht es dann los mit dem Model Y Facelift. Das heißt, es geht immer weiter. Einfach geil, schön. Und Georg, heute verbessern wir im Prinzip die Wankbewegung. Wir werden nachher den Matze sehen. Und der Matze, den kennt ihr aus den vergangenen Videos, wird das nochmal professionell uns erklären, was wir genau jetzt verbessern. Also ich sag's euch ganz grob, wir fahren in die Kurve rein hart und dann neigt das Auto sich ja zum Beispiel so nach außen. Diesen Grad der Neigung, den werden wir einfach verbessern. Wir werden nicht komplett das Fahrzeug jetzt so hinbekommen, dass es steif ist. Das soll es auch gar nicht, weil sonst fährt sich nicht mehr gut. Sondern es wird einfach nur sportlicher und wir kitzeln nochmal einiges raus. Darum geht's heute. Georg, ich würde sagen, wir warten jetzt auf Matze und bauen mal um. Bevor Matze jetzt gleich kommt, Georg, werden wir beide uns mal ins Highland reinsetzen und eine Bestandsaufnahme des jetzigen Zustands machen. Das heißt, wir fahren ein bisschen Polterpiste und werden einfach aufzeichnen, wie ist jetzt der Zustand und dann nachher, wenn die Stabis verbaut sind. Und kleiner Hinweis auch, die Stabis gibt es nicht nur fürs Highland, sondern auch fürs Model 3 Pre-Facelift. So, Georg ist schon mal eingestiegen und es ist doch der Wahnsinn, oder? Ja. Muss man echt sagen, schöner Innenraum, ist Ambient Light dabei und Audio-Soundsystem ist krass, wa? Ja, das ist total gut. Also kann ich mich nicht beschweren als audioliebender Mensch. Ja. Und so ein Details hier, wie halt hier die schöne Stoffverarbeitung oder dieses minimalistische Stoff obendrauf, ist zwar nicht viel, aber gefällt mir total gut. Dann komme ich jetzt mal rein und wir starten durch. Ja, Georg hat auch gerade noch mal zu mir gesagt, viele Leute beschweren sich immer öffentlich, die Materialien, die Tesla verbaut, sind billig und sowas. Aber wenn die Leute wirklich mal in Tesla gefahren sind oder auch jetzt gerade das Highland, das hat sich noch mal so viel verbessert, das kannst du nicht mal vergleichen, wa? Also das ist eigentlich fast schon unbegründet. Also schon ein sehr guter Standard, würde ich sagen. Ja, absolut. Kann man sich nicht beschweren. Wir werden jetzt mal losfahren. Ich schaue dir ein bisschen über die Schulter und du machst einfach mal die aktiven Bewegungen. Ja. Weißt du, ich bin kein Rennfahrer, ich kann es nicht genau einschätzen, muss ich dir echt sagen. Aber ich verfolge das hier mal live mit. Ja, genau, ich bin auch kein Rennfahrer, aber ich mag es halt
ungebremst in die Kurven reinzufahren. Und da merkt man es dann ganz gut, glaube ich. Echt? Okay. Ja. Ah, da ist dir das aufgefallen? Ja, vor allem da. Also gerade, wenn man zum Beispiel so enge Kurven hoch zur Autobahnauffahrt, sowas, längere Kurven, da merkt man es ganz gut. Oder so diese engen Bergstraßen mit vielen engen Kurven, da merkt man es auch relativ stark, dass man sich so ein bisschen zur Seite neigt. Ja. Und das war so im Vergleich mit dem Model 3 Performance so fast gar nicht. Und bin ich mal gespannt, ob wir das so ähnlich hinkriegen nachher. Vor allem, man muss auch dazu sagen, das Performance Model 3 ist ja eigentlich auch noch ein Stück tiefer. Ja. Vielleicht lacht da wegen der Federrate oder sowas. Vielleicht gab es da durch die Unterschiede, die versuchen wir jetzt zu verbessern. Und bleiben da natürlich in Serienhöhe. Das heißt, am Fahrwerk an sich werden wir nichts ändern. Ja. Wir ändern nur den Stabilisator. Ja. Und das Ziel ist also wirklich sein, die Wankbewegung, wie du es gerade beschreibst, zu reduzieren. Da ich zum Beispiel auch den nächsten Trip nach Italien vorhabe und so, wollte ich Tieferlegungen erstmal vermeiden. Nicht, dass man dann... Gute Entscheidung. Ja. Wir fahren jetzt mal zu einer Piste. Die kennt ihr vielleicht aus dem Highland-Video, wo wir die ganzen Umbauten gemacht haben mit Vogtlandfedern, Konidämpfern, wo ich mit Matze durchgeballert bin. Da müssen wir jetzt hier gleich links. Na, ich verstehe auf jeden Fall, dass du nicht gern bremst. Ja, wofür hat man einen sportlichen Wagen? Ja, hast du vollkommen recht, hast vollkommen recht. Und wir fahren jetzt mal da vorne Ortsausgang raus und da geht es dann wirklich einen schönen, ich sage nicht Serpentinenpiste, aber eine schöne Schlangenstraße und schauen uns das dann mal an. So, ihr Lieben, das ist die berüchtigte Strecke und Georg, hier kannst du dich frei entfalten. Das ist die Teststrecke im Prinzip von uns und siehst ja schon, schön Serpentinen. Und da merkt man auch schon, ich als Kameramann jetzt, wie das Fahrzeug mich jetzt schon nach außen drückt bei so einer langgezogenen Kurve. So, wir haben jetzt ein bisschen Luft nach vorne gelassen und ich merke schon, Georg puncht direkt rein hier. Und wie gesagt, die Wankbewegung, das ist das Ziel, was wir eliminieren wollen. Let's go. Genau, da fahre ich mal einfach ungebremst. Ja, jetzt kommt eine steile Kurve. Genau. Und, oh ja. Ja. Das merkt man. Zieh drüber, ja. Ich, auf der Kamera. Pass auf, die ist extra, genau. Ja. Aber genau das meinte ich. Oh, ja. Ups. Man sieht ein bisschen rüber an der Kamera, die hat eine Stabilisierung. Ich glaube, das merkt man nicht so. Ja. Aber man wird halt ein bisschen nach außen so getragen, wa? Oh, ja. Ich bin sogar ein bisschen runtergegangen von der Geschwindigkeit und trotzdem. Es lässt sich schwer jetzt einfangen für euch. Das ist jetzt alles nur über Kommunikation. Aber ich glaube, bin ich mir sehr sicher, wir werden dann auf jeden Fall einen Effekt merken. Also Georg sagt gerade selber, wie mühelos sich dieses Auto fahren lässt. Du hast jetzt hier einfach mal entspannt über den Display die Gänge geändert. Wir haben jetzt im Prinzip gedreht und du sagst auch gegen MG4 kein Vergleich, oder? Nee. Also auch der MG4 hat natürlich das Elektro sofort losfahren. Das war schon geil. Ja. Aber dann im Vergleich mit dem hier, wie mühelos der halt so plötzlich auf hohen Geschwindigkeiten ist, ist schon sehr... Ja. Er fühlt sich überhaupt nicht angestrengt an. Man wundert sich, huch, ach, schon 100, huch, ach, schon 200, na gut. Ja, absolut Wahnsinn. Wir sind jetzt auf dem Weg zurück und hier haben wir auch nochmal die Wankbewegung. Ja. Also es soll, denke ich, auch helfen, dass man einfach nochmal kontrollierter fährt und die Kurve, einfach straffer nehmen kann, wa? Ja, jetzt bin ich schon gerade automatisch, also intuitiv einfach von der Geschwindigkeit runtergegangen, weil es sich nicht so sicher angefühlt hat. Auch wenn man hier mal so kurze... Ja, jetzt merkt man es ganz gut, ja, oder? Jetzt merke ich auch, wie er hinten so ein bisschen nachtaumelt, wa? Ja. Geil. Also es ist nicht nur als Raser, sondern auch vom Sicherheitsgefühl her finde ich das echt angenehmer, wenn er nicht so stark neigen würde. Erhöhung der Sicherheit. Habe ich auch noch nicht dran gedacht, hast du recht. Gerade wenn du auch mal in einer extremen Notsituation bist, Auto schert vor dir ein, du musst schnell ausweichen, vielleicht sogar bei höheren Geschwindigkeiten, dann ist natürlich wichtig, dass das Fahrzeug auch stabil auf der Gasse liegt, wa? Matze, Wahnsinn, du hast jetzt im Prinzip hier die Abdeckung abgenommen und wir sehen da den Elektromotor, richtig? Yes, sir. Long Range AWD. Ganz genau. Und guck mal, wie klein das bitte ist. Also das ist ja Wahnsinn im Vergleich jetzt zum Verbrenner, oder? Definitiv. Was man da jetzt von der Leistung drin hat. Was ist das denn hier, Matze? Na, was sieht's aus? Sieht aus wie ein Filter. Mhm, was für ein Filter? Ölfilter. Okay. Hier haben wir eine aktive Ölpumpe mit einem Filter, das Öl an die richtigen Stellen transportiert.
hatten viele Lagerprobleme, Model S, Model X damals, dieser typische Bearing Noise, haben viele Kunden beanstandet. Okay. War dann im Endeffekt fast jedes Mal die Drive nicht zu tauschen, weil die Lager nicht einzeln zu tauschen waren. Okay. Ja, und in dem Fall hat Tesla jetzt weitergedacht und hat eine ganz einfache Technik verbaut, die aber ohne Probleme funktioniert. Und bisher tatsächlich, am Anfang gab es US-Modelle, da war es an der hinteren Drive nicht, war hier eine Undichtigkeit vorhanden. Das hat man ab und zu, da war dann theoretisch die, naja, also gab manchmal ein bisschen mehr wie die halbe Heckklappenverkleidung, der Unterfahrschutz hinten, voll Öl, manchmal ist auch rausgelaufen. Oh, da muss es natürlich was machen, ist klar. Okay. Aber im Großen und Ganzen keine Probleme, keine Schäden, also die intelligentere Bauweise definitiv. Super. Und sag mal ehrlich, ach, den Stabi, das ist das Teil hier, exakt, richtig? Exakt, ganz genau. Okay, und den tauschen wir? Exakt. Den gibt es vorne und hinten? Vorne und hinten. Okay, so, und da kannst du auch mal so ungefähr die Dimensionen vergleichen. Also du siehst, ist ein ganz anderes Kaliber. Ja. Und ist einstellbar. Das heißt, wir haben hier drei Stufen. Und du kannst quasi die Federwirkung deines Stabilisators, was nichts anderes ist wie eine Zusatzfeder, kannst du bestimmen. Außen langer Hebel, viel Kraft. In der Mitte eher noch weniger Wankverhalten durch kürzeren Hebel. Das heißt, weniger Kraft zwischen Fahrwerk und Karosserie. Okay, und da können wir spielen. Hinten sind es zwei Einstellstufen, vorne drei, Vorderachse, Lenkachse, bisschen agiler. Genau, und andere Lager gibt es auch noch, Stabi-Gummis. Aber Matze, das muss man auch nochmal klar und deutlich sagen, das Set, was ihr hier habt, das ist exklusiv in der Kooperation entstanden zwischen Reifen, Reber und Aibach. Exakt. Hier muss eingetragen werden, allerdings nur eine Paragraph 19.3, also im Endeffekt nur eine leichte Änderung. Und der TÜV kommt nachher auch, der müsste so gegen 12 hier eintrudeln, bis dahin sind wir locker fertig. Okay. Achsenmessung ist nicht nötig, da wir wirklich bloß den Stabi ändern. Matze, wie schnell ging das bitte? Jetzt habt ihr hinten auch schon gelöst den Querlenker. Ja, also Niki, 10 Sekunden pro Achse. Ja. Ja. Fähiger Mitarbeiter, sehr schnell. Ja, so muss sein. Und das Video wird nicht geschnitten, das ist alles live, ja. Ja, genau. Und das ist im Prinzip der hintere Querlenker genau. Von Tesla. Stabi. Stabi. Genau. Und jetzt ist das hier im Prinzip der Aibach. Genau. Wenn wir die mal nebeneinander legen. Genau, leg's mal davor. Ich sehe schon auf den ersten Blick direkt, dass Aibach dicker ist, oder? Täuscht yes, das? Ja. Andere Federstahl, das sind wir wieder beim Thema. Ja. Ein Stabilisator ist nichts anderes wie eine Zusatzfeder. Ja. Es ist eine Zusatzfeder quasi von der einen Fahrzeugseite zur anderen. Hat nicht nur die Aufgabe, die Wankneigung zu unterdrücken, stabilisiert auch. Das kannst du mal ganz einfach feststellen. Halt mal fest. Ja, ich halte und, mal fest. Und jetzt gib mal Druck drauf. Merkst du? Ja. Gib so ein bisschen nach. Ja, ich merk's. So, jetzt pass auf. Jetzt nehmen wir mal den Stabi von Aibach. Ja. So, und jetzt merkst du schon. Oh ja, fest dich auch anders an. Ja, ganz anders. Alter. Und da geht's einmal um diese Bewegung, quasi das Verspannen. Und auch ums Verdrehen. Ah, okay. Das heißt, andere Federstahl, du merkst auch, die sind ungefähr gleich schwer. Ja. Ist einfach ein anderer Materialmix. Ja. Wie bei Federn genauso, ist auch ein Federstahl. Vom Grund auf sind sie gleich geformt. Hier okay. Auch wieder einstellbar. Ja. Und da kannst du auch entscheiden, wie möchtest du es haben. Mehr Hebel, mehr Kraft, die wirken kann. Weniger Hebel, weniger Kraft, die wirken kann. Also wenn du es wirklich richtig straff in der Kurve haben möchtest, gehst hier aufs mittlere, aufs Innere und vorne auch aufs innenliegende Loch. Und dann hast du richtig steifes. Ja, also es ist eine Versteifung, aber es lässt noch den Komfort zu, beziehungsweise das normale Fahren. Du merkst beim Einfedern auch schon einen ganz leichten Unterschied, vor allem im Kurveneingangsbereich, aber im Großen und Ganzen. Ein Stabi macht immer Sinn, vor allem ein guter Stabilisator macht immer Sinn. Und beim Highland ist es eh alles sehr weich konstruiert und von daher sind wir heute mal gespannt. Das ist nämlich das erste Highland mit Aibach Sportstabi, das wir umbauen, ja. Wie sich das Ganze danach fährt. Und absolut. Da darf ich bestimmt auch ein Ründchen drehen, ja. Georg erlaubt es, Georg erlaubt es, ja. Weil das interessiert mich ganz arg. Und da fahren wir mal am besten auch nachher die Teststrecke, gerne noch zu dritt. Die Teststrecke, die wir letztes Mal gefahren sind. Sind wir vorhin auch gefahren, genau. Ja, perfekt, ja. Weil dann gibt's eine Eingangs- und eine Ausgangsmeinung und auch eine Kundenmeinung ist natürlich das Wichtigste, weil wie gesagt, was wir erzählen ist das eine, der Kunde bestätigt oder sagt uns, dass wir Müll erzählen. Wenn ja, oder verbessern können, ja. Richtig, absolut. Ganz genau. Schön. So, hinten haben wir das Ganze jetzt installiert, so sieht das dann auch aus. Matze macht noch ein bisschen sauber. Immer. Weil die Gummidinger wurden auch gefettet, wa? Richtig. Und damit das alles auch vernünftig ist, der Kunde auch ein zufriedenes Ergebnis hat. Ja, sehr geil. Sieht ja. Wirklich gut aus. Und auch mit dem Akzent, ich finde, das passt mit Rot. Ja, ja, sowieso. Aber im Großen und Ganzen ist auch wichtig, wir ändern ja auch die Gummilagerung des Stabilisators. Okay, also hier das? Genau, richtig. Okay. Ist eine andere Schale und ein anderer Gummi. Mhm. Im Endeffekt viel steifer, muss ja auch mehr Kräfte aushalten.
Und auch der Gummi beeinflusst so ein bisschen, also das Gummilager beeinflusst so ein bisschen, wie der Stabi sich verhält, muss jetzt mehr Kräfte aushalten. Das heißt, er darf auch nicht, sich nicht allzu viel im Gummi bewegen. Ja. Okay. Der Gummi vorne wirst du gleich sehen, ist ein ziemlicher Daumenkraftakt, den auch Stabi zu kriegen. Aber macht natürlich Sinn, ja. Und gefettet wird das Ganze auch, damit kein Geknarze, Gequietsche entsteht. Sonst reibt, weil der Stabi, der Stabilisator sich ja immer ein bisschen bewegt. Sonst reibt irgendwann das Metall den Gummi auf. Bei Tesla ist es so, dass das Lager sich mitbewegt. Okay. Ist hier nicht mehr so, also minimal noch. Ja. Aber hier hat der Stabi ein bisschen Platz oder ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen Möglichkeit zu arbeiten. Okay. Und darum geht's. So, Georg, jetzt geht's im Prinzip los. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Du hast jetzt hier die Aibach Stabis vorne und hinten drin. Und wir schauen uns das jetzt mal gemeinsam an. Wichtig ist jetzt wirklich, dass wir in der Neigung dann, guckt Leute, ich habe mich so geschnitten, in der Neigung dann jetzt ein besseres Verhalten haben. 1:1 Vergleich zu vorhin. Ich würde sagen, wir steigen ein. Jetzt bin ich echt gespannt, Georg, was du sagst. Bisher mag ich noch keine wirkliche Neigung. Ich glaube, das ist gut. Kreisverkehr wird spannend. Genau, ich mache mal kurz den Ton hier aus. Ja. So, Kreisverkehr, erste Sequenz im Prinzip, wo wir es jetzt wirklich mal testen. Hier gleich raus. Oder genau, hier die erste rum. Raus. Also, machen wir einmal rum, genau. Einmal schön hier 360 Grad. Jo, das ist viel weniger, oder? Als vorhin. Ja, es ist steifer, würde ich eher sagen. Ja. Jetzt hier raus. Genau, gucken wir jetzt mal auf der Landstraße, die wir vorhin auch gefahren sind. Das heißt, identische Strecke, um einfach auch einen identischen Vergleich zu haben. Ja, wir wollen ja. Ja. Ja, oder, Alter? Oh ja. Jetzt merke ich es aber auch. Krass. Das fühlt sich viel besser an, oder? Ja. Man könnte denken, du hast jetzt andere Federn oder so drin, aber da haben wir ja nichts geändert dran. Ja. Ist ja wirklich nur ein Stabi. So, jetzt wird spannend. Jetzt kommt der interessante Teil. Gehen wir ein bisschen runter. Ja. Oh, ja. Merkst Achtung. Nichts mehr an Unkontrolliertheit, oder? Nee. Ah, ja. Okay. Gar keine Neigung oder kaum. Kaum Neigung. Gut, wir müssen auch jetzt sagen, wir haben es auf Hardcore eingestellt, wa? Ja. Das heißt, das Ding, muss man jetzt sagen, verwinkelt sich jetzt gar nicht mehr. Ja. Das ist schon echt ultrasportlich. Ich weiß nicht, ob du merkst, dass ich einfach intuitiv jetzt auch schneller in die Kurven reinfahre, weil es sich einfach sicherer anfühlt. Ja, findest du? Ja. Geil. Auf dem Rückweg mache ich auch nochmal den Schlenker, damit wir den Vergleich zu vorhin nochmal haben. Da hat man ja stark gemerkt, wenn man diesen S-Schlenker so macht. Ja. Da hat man sehr gemerkt, dass sich aufschaukelt. Kannst voll gehen, wenn du willst. Na, ich bin mal noch vorsichtig, aber ui, okay. Ja. Besser. Ich merke es jetzt sogar an der Kamera, dass ich nicht mehr so eine Neigung habe. Ohne Mist, das ist krass. Man kann jetzt richtig schön die Kurve reinknären, wa? Ja, Achtung. Ja. Und, was denkst du? Besser. Besser, wa? Ja. Fühlt sich auf jeden Fall sicherer an. Ja, man merkt es noch ein bisschen, aber ist viel weniger, oder? Ja, würde ich auch sagen. Zumindest ist er schnell wieder ruhig und kann es wieder ziehen. Ja, und weniger stark hin und her geworfen. Also ich werde weniger hin und her geworfen beim Schlenkerfahren. Das ist die Sache, was so ein paar Stangen eigentlich ausmachen, wa? Ja, das ist krass. Sehr cool. Ich bin schon mal zufrieden soweit. Das hört man gerne. Das gebe ich gleich weiter. Und auch für die Zuschauer natürlich interessant. Ja. Wir werden jetzt gleich auch noch mal eine Tour mit Matze drehen. Wenn das für dich in Ordnung ist, Georg. Ja. Kannst ja mitkommen. Jo, gerne. Und dann werden wir Matze noch mal sagen lassen, was er fühlt. Weil das ist wirklich der erste Umbau mit den neuen Aibach X Reifenreber Stabis. Aber wenn du schon mal einen dicken Daumen hoch gehst, das freut uns. Das war noch so ein bisschen meine Sorge, dass dann zu unkomfortabel wird. Wenn es halt weniger neigt, dann kann ja auch, wenn einseitig so eine Vertiefung hast oder sowas, dann ist ja das einseitige Federungsverhalten auch weniger. Aber das war jetzt noch okay. Also ein bisschen mehr merkt man so Gullideckel oder sowas, glaube ich. Aber es ist noch so, dass ihr noch Komfort habt auf jeden Fall. Also dass die Steifigkeit ist jetzt höher, merkt man. Ich sag's nochmal, wir haben bei dir wirklich jetzt, glaube ich, das Maximal rausgeholt. Ja. Man könnte natürlich jetzt auch noch mal Löcher zurücknehmen, aber ich glaube, ja, vielleicht fährst du jetzt erstmal damit, oder? Was denkst du? Ja, finde ich total okay. Teste ich aus und nach dem Italien-Trip weiß ich, ob es zu viel war oder nicht. Da müssten wir uns eigentlich noch mal treffen und dann sagst du mir mal, wie du es gefunden hast. Ja, das wäre ein Plan, weil Italien ist, glaube ich, dann der härtere Test mit italienischen
Kleinstadtstraßen. Also dann bleiben wir in Kontakt. Der Community wird es, glaube ich, auch gefallen, wenn die nochmal ein Update bekommen. Und wir fahren jetzt zu Matze und Matze fährt nochmal. So, zweite Runde. Matze am Steuer jetzt. Georg hinten im VIP-Sitz. Und Matze sagt jetzt einfach seine Impressionen hier zu den Stabis. Ich bin sehr gespannt, Matze. Oh, merkst du jetzt schon. Ja, guck mal, jetzt wollte ich hier wieder den Lenkstock-Schalter betätigen, der nicht mehr da. Oh ja, geil. Merkst du? Ja. Oh ja. Er kippelt nicht mehr so hin und her über die Bordsteinschwelle. Jetzt gucken wir mal den Rest. Oh ja, 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 ja. Merkst du es? Ja, ja, ja. Jetzt im Fahrzeug, merkt ihr, ist jetzt ein bisschen mehr Bewegung. Ja. Aber keine harte oder keine stockige, sondern einfach bloß eine diagonale Straffung. Merkt ihr das? Das Fahrzeug, das wippt jetzt nicht mehr so hin und her, sondern es sind kurze, prägnante Bewegungen und das war's. Jetzt bin ich dahin auf die Kurve gespannt, weil 90 Grad Kurve. So, mal festhalten. Jetzt gehen wir mal, ich mache nicht zu viel, aber mal kurz rein und dann müsste... Ja, genau dieses Verhalten. Oh, nice, absolut oder? Absolut kontrollierbar. Matze, absolut du Tier. Ich nicht, das ist einfach Sportstabil hier. Das wow, Tier. Ist echt geil. Nee, aber gerade genau diese Bewegung habe ich gemeint, weil normalerweise kippt dein Fahrzeug jetzt in Richtung Kurvenaußenseite, hebt, auch wenn es nicht wirklich passiert, hebt das hintere Rädchen und dann fängt das hintere linke Rad an durchzudrehen. Das passiert jetzt nicht mehr. Nur durch die Stabis, durch die Querstabilisierung von links nach rechts. Das Wanken wird unterdrückt. Mhm. Und wenn das Fahrzeug kurz einfedert und ausfedert, und selbst wenn es in der Kurve nochmal eine Bodenwelle gibt und dann nochmal einfedert und nochmal ausfedert, dann wird ein Stückchen leichter und meistens dreht dann das Rad durch das Kurveninnere. Okay. Und das passiert hier jetzt nicht mehr. Ja. Dadurch, dass wir die Sportstabis verbaut haben. Und das ist jetzt, wie gesagt, nur ein Bauteil. Also wow. Da. Okay. Und wieder, wie immer, an alle, mit denen wir zusammenarbeiten, wie auch hier, großes Lob an Aibach. Also ich meine, die haben ihren Namen nicht ohne Grund und haben wieder ganze Arbeit geleistet, weil Stabi das ins alte Modell reinpasst. Und in das hier und in beidem so gute Arbeit leistet. Würde man sagen, es ist die eierlegende Wollmilchsau. Also wieder auch exklusiv für Reifenrevo gemacht, das Ganze. Initiator, muss man auch sagen, seid ihr. Und von daher, Georg, ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du das mitgemacht hast. Wir uns auch natürlich. Genau, dass du auch die Zeit genommen hast, macht nicht jeder. Und Matze, dir auch für die Impression. Ich würde sagen, ihr könnt wieder einiges mitnehmen. Schaut auf der Website vorbei, ich verlinke es euch unten. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, ciao!